Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild. Ja, ich habe ein kleines Problem und zwar... Nee, ich habe glaube ich kein Problem, weil der hat das da gespeichert, wo ich rausgegangen bin anscheinend. Er hat mich jetzt hier nur wieder zurückgesetzt, so wie es aussieht. In der Gegend 1 von 9. Was ist das denn mit den Vögeln eigentlich? Ein Vogel soll hier irgendwo in der Gegend sein? Okay, da müssten wir auf jeden Fall auch mal nachschauen. Gut, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, so kann ich mich ducken. Dass wir hier eine Tür brauchen, einen Schlüssel brauchen, das haben wir schnell rausgefunden. Aber das hat er anscheinend nicht gespeichert. Das ist nicht gut. Die Tür zum Flur ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, jetzt hat er das nämlich erst drin. Das finde ich nicht schön. Oh, das Zeug versperrt die Tür. Aber das rühre ich nicht an. Ich muss es doch irgendwie loswerden können. Ja, schön wäre es, das loszuwerden. Okay, die sind übrigens auch sehr laut. So, das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Also er scheint hier immer nur hin und wieder zu speichern. Von der anderen Seite verschlossen. Genau, das haben wir jetzt wieder drin. Das waren die einzigen zwei, die wir, glaube ich, behalten mussten. Hier kamen wir nicht weiter. Genau, da kamen wir warum auch immer nicht hoch. So, und da hinten, der weiß ich jetzt nicht genau, ob der... Aber die Taschenlampe haben wir dabei, ne? Ja, die Taschenlampe haben wir dabei, okay. Hier war ja nichts, das heißt, hier können wir jetzt erstmal hier reingucken. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da rankomme. Also auch... Aber wir müssen doch irgendwie... Ich verstehe es einfach nicht. Wir müssen irgendwie... Ich nehme das jetzt auch mal. Wer? Genau, das ist die große Frage. Ich höre hier aber doch immer wieder so komische Geräusche bei diesen komischen Viechern. Hier ist auch nichts. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Also, den Raum haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal angeklickt. Der ist noch nicht da. Komme ich da jetzt direkt hin? Nee, er guckt jetzt in unsere Richtung. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt hier hinkommen, oder? Den wollten wir ja eigentlich weglocken. Oder mal versuchen. Aber ich glaube nicht, dass wir durch dieses Kabel durchlaufen können. Ich glaube wirklich nicht, dass wir da durchlaufen können. Es muss doch noch irgendeinen anderen Weg geben. Vor allen Dingen, der steht jetzt... Also er würde jetzt richtig stehen im Endeffekt. Was haben wir denn sonst noch? Die Toilette, das Klassenzimmer, da sind wir gerade rausgekommen. Ja, das andere Klassenzimmer haben wir halt noch. Hatten wir da beim letzten Mal nachgeguckt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich probiere mal eben was aus. Der guckt jetzt die ganze Zeit in meine Richtung und bewegt sich jetzt kein bisschen, oder was? Willst du mich jetzt hier veräppeln? Am letzten Mal hat er sich doch wenigstens mal umgedreht. Anscheinend kann man aber grobflächig an denen vorbeilaufen. So, hier hatten wir auch alles durchgeschaut. Da war nichts. Ich schaue jetzt noch mal in diesen einen Klassenraum rein. Hier kann er ja nicht durch, ne? Natürlich muss der sich jetzt umdrehen. Ich finde, aber es sieht immer noch aus, als ob die so komische Mützen auf dem Kopf haben. Dabei sind das ja deren Gesichter, die umgedreht sind. So, da waren wir ja beim letzten Mal schon mal drin. So, schauen wir mal. Get lost, das ist uns ja schon aufgefallen. Ach, gelesen haben wir das immer noch nicht. Alles sieht anders aus. Aber einiges ändert sich nie. Ja.
Nehmen konnten wir hier, glaube ich, auch nichts. Der sieht uns hoffentlich nicht, wenn wir hier drin sind. Da konnten wir wahrscheinlich hochklettern, aber da war ja nichts, ne? Oder ist da eventuell irgendwas, was wir... Moment. Das Ding können wir bewegen. Wenn wir das... Komme ich dann dahin? Ja, okay. Ist das ungefähr... Komme ich dann da rein? Anscheinend nicht. Kann ich das auch näher ranschieben? Das wäre natürlich ganz praktisch. Ah, ja, können wir. Können wir. Wir können es frei im Raum bewegen. Das ist schon mal gut. So, Frage ist, da können wir trotzdem nicht hoch. Na gut, da ist auch eigentlich nichts, ne? Und auf der anderen Seite... Hier kommt was raus. Wenn wir hier irgendwo einen Schalter hätten oder sowas, ne? Ah, würde das passen? Nein! Och, geh doch mal da runter und von... Gehst du jetzt mal von der Seite, wo ich hin... Nein! Wie oft muss ich hier drum herumlaufen? Ganz ehrlich. So. Die Frage ist, ich sehe jetzt überhaupt nichts. Machen wir das so, dann können wir da höchstens von der Seite aus hochklettern. War das hier? Ich hoffe. Ah ja, es ist ein Punkt. Es ist ein Punkt, wunderbar. Aber sie springt natürlich einfach todesmutig auf der anderen Seite runter. Um uns zu zeigen, dass wir bei sowas nicht sterben. Das ist nett von dir, dass du mir das gezeigt hast. Nein. Hallo. Nur weil ich ausprobiere, was ich machen muss. Gut. Ah, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Nein. Oh, geht die mir auf die Nerven. Also das mit dem Hochklettern, das üben wir nochmal. Die Frage ist, können wir da auch hoch? Und die andere Frage ist, wo kämen wir dann hin? Moment, wir sind jetzt in Klassenzimmer 103. Ach, dann kämen wir zur Krankenstation. Dann würden wir quasi... Ah, wenn das funktioniert, das wäre jetzt geil. Kommen wir da durch? Ja, perfekt. Emily verschwindet. Und als sie wieder auftaucht, hat sie all diese Monster im Gefolge. Was heißt das alles? Wo war sie? Hallo, siehst du mich hier oben? Ich hoffe nicht. Oh oh. Der steht doch bestimmt jetzt gleich auf, oder? Der sieht so prädestiniert dafür aus, dass irgendwas passiert. Hast du zuerst gesehen? Außerdem höre ich hier so Geflüster. Haben wir nichts, wo... ich will da nicht vorbei. Da ist auch nochmal so ein Stein oder sowas. Wenn er aufsteht, muss ich wahrscheinlich direkt laufen, oder? Ich muss quasi da in... Die Richtung raus, wenn ich das... Ja, genau, da ist die Tür. Oh, scheiße. Okay. Ich weiß nicht, ob man das im Overlay gesehen hat. Da unten rechts stand jetzt was mit Befreie alle Steinmenschen. Ticketstück. Ein Stück eines alten Seilbahntickets. Es ist alt und mitgenommen. Könnte jederzeit zu Staub zerfallen. Oh, fuck. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Also draußen ist jetzt einer.
Kommt ja aber nicht rein, oder? Können die Türen aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, der eine hat ja schon eine Tür aufgemacht. Ganz am Anfang. Aber das scheint sich nur draußen zu bewegen. Was ist das hier? Noch ein seltsames Buch. Inventar öffnen. Es gefällt mir hier nicht. Ich vermisse mein Zuhause und meine ganzen alten Freunde. Manchmal treffe ich meine Cousine auf dem Flur, aber da sie in einer anderen Klasse ist, bin ich die meiste Zeit alleine. Offenbar haben alle anderen Freunde, mit denen sie sich unterhalten können. Ich weiß nicht, wann ich Hallo sagen soll. Vielleicht hätte ich es früher tun sollen und jetzt ist es zu spät dafür. Mein Lehrer wollte, dass ich mich vor der versammelten Klasse stelle, aber ich hatte solche Angst, dass ich kein Wort herausgebracht habe. Ich wurde an meinen Tisch geschickt. Als ich aufsah, haben mich alle angestarrt. Aber ich glaube, sie haben auch gelächelt. Vielleicht ist es hier doch nicht so schlimm. Vielleicht lerne ich ja neue Freunde kennen. Okay. Ach so, das war erster Tag an der Schule und dann der ewige Krieg. Oh Gott. Der kann nur töten. Ich weiß, dass sie so über mich denken. Und da haben sie auch nicht ganz Unrecht. Darin bin ich gut. Ich bin verdammt gut in Töten. Vielleicht ist das sogar das Einzige, wozu ich gut bin. Sie wollten mich nicht hier haben. Natürlich nicht. Warum auch? Und das kann ich ihnen noch nicht verdenken. Das ist eine ruhige, friedliche Stadt. Und ich bin zwar nicht religiös, aber ich weiß, dass es einen Teufel gibt. Ich habe ihn gesehen. Er flüstert mir jede Nacht ins Ohr und treibt mich in den Wahnsinn. Er lässt mich all meine Freunde denken, die nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind. Er sagt, dass ich niemals Frieden finden werde, dass ich niemals wie die Menschen hier sein werde, dass der Krieg mich finden wird. Und er hat recht. Ich hatte solche Angst, den Verstand zu verlieren, nicht mehr ich selbst zu sein. Ich war panisch. Ich habe all diese Schusswaffen in meiner Garage gehortet und gedacht, du drehst langsam durch, Alter. Du hast dort deinen gottverdammten Verstand verloren, an diesen verfluchten Ort, an dem du auch alles andere verloren hast. Deine Freunde, deine Menschlichkeit, das ist die Stimme des Teufels, der mir ins Ohr flüstert. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Ich habe dieses Ticket hier und ich wollte diese Stadt damit eigentlich auf Nimmerwiedersehen verlassen. Aber ich bin froh, dass ich geblieben bin. So froh. Ich habe keine Angst mehr. Nein, nicht nachdem ich jetzt weiß, dass alles, was ich in meinem Leben getan habe, einen Sinn hatte. Die Monster sind da. Sie stinken nach Blut und Schießpulver. Sie haben die ganze Stadt in Trümmern gelegt. Ich bin kampfbereit. Jetzt kann ich endlich das tun, was ich am besten kann. Der Teufel in meinem Kopf lächelt. Meine alten Freunde. Sie sind alle hier, bei mir. Mit strahlend grünen Augen. Sie sehen alles und sie sind stolz auf mich. Natürlich sind sie das. Ich werde meiner Bestimmung nachkommen. Okay, ich kann nicht mehr raus. Achso, das muss ich drücken. Da ist sonst nichts mehr. Was ich übrigens sehr gut finde, dass man die Sachen eigentlich nicht übersehen kann, weil die so leuchten. Noch ein seltsames Buch. Das meiste zumindest. Ein Tag im Krankenhaus. Dann schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Heute sind wir im Krankenhaus. Immer wenn mein Opa krank wird, gehen wir dorthin. Es ist schrecklich still und ich darf in den Flur nicht herumrennen. Ich höre Mama und Papa oft streiten, auch wenn sie dabei flüstern. Sie sagen, wir müssen fort hier, wenn alles vorbei ist. Ich verstehe nicht, was sie damit meinen. Sie sagen, dass wir umziehen müssen und uns hier nichts mehr hält, wenn er tot ist. Das verstehe ich nicht. Er wird doch wieder gesund. Mama sagt, wir ziehen nach Bethelwood, wo meine Tante wohnt. Okay, jetzt ist die große Frage. Also es scheinen ja auch unterschiedliche Kinder zu sein. Okay, da scheint nichts zu sein. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt nach draußen leuchten würde, ob der eventuell reinkommen würde. Also, Krankenstation nach rechts ist eine Sackgasse. Wir müssten theoretisch nach links und dann nach links um die Ecke hoffen, dass wir ins Lehrerzimmer reinkommen. Okay. Diese Monster sind überall. Was sind sie? Und
Was wollen Sie? Da muss ich hin. Aber ich guck mal eben, was das hier ist. Ist das auch... Oh. Oh. Okay. Da ist der. Okay, bis hier kommt der. Wo komme ich denn da jetzt raus? Da. Das heißt, ich müsste da hinten geradeaus. Oh, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder einer. Oh, ho, ho. Ach, das ist jetzt wieder nur so ein kleines, okay. Oh. Das heißt, ich muss auf den aufpassen. Da leuchtet was. Ah, okay. So, aber der sieht mich hier nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt hier den richtigen Moment... Sieht mich auch nicht, wenn ich hier stehe. Oh, ist da eine Tür? Ja. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich höre schon wieder so komische Geräusche. Ach, ich bin im Lehrerzimmer. Ah. Okay, ich glaube, ich habe gerade einen Schlüssel gesehen, ja. Ich bin mir nur nicht so sicher. Kann man damit irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, doch. Moment. Werfbare Dosen. Halte LT gedrückt, also links 2 und wirf mit rechts 2 die Dose. Das Geräusch lenkt Monster in deiner Nähe ab. Ah. Okay. Super. Okay. Jetzt nehme ich den Schlüssel und dann passiert irgendwas Schlimmes, oder? So wie das immer ist. Dieser Schlüssel dürfte für alle Flurtüren passen. Hallo? Oh, da ist er. Oh, warum kommt der hier rein? Wo bin ich denn jetzt? Moment. Ach so, da hinten muss ich aufschließen. Ja, 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 okay. Aber eigentlich müsste ich hier auch aufschließen, oder? An der Tür. War da einer? Moment, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Da war das mit dem Rohr. Ich glaube, da war zumindest eben noch keiner draußen, ne? Die Frage ist jetzt... Das ist gar keine Tür. Das ist gar keine Tür. Tschüss. Ich gehe wieder raus. Oh mein Gott. Wo bin ich jetzt gerade? Ich bin falsch rum. Das ist aber dieser eine Typ, oder? Ach, hier sind wir. Das heißt, dass da, glaube ich, auch noch einer ist, oder? Nee, das war nur der hier vorne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sag mir bitte, dass hier keine neuen Monster kommen. Boah, das Auge hat mich gerade voll erschreckt. Boah, Moment. So. Hallo? Ihr seid lieb, oder? Ihr könnt mich nicht sehen. Ihr könnt euch nicht bewegen, oder? Bin mir nicht so sicher. Emily, bist du da? Schrei doch nicht so. Aber ich glaube, das soll eher bedeuten, wie sie hier zusammengeschlagen ist oder so. Kann das sein? Links ist eine Sackgasse. Rechts müssen wir auf jeden Fall hin. Ja,
Ja, ich denke mal, dass das bedeuten soll, wie sie da zusammengeschlagen worden ist. Wir schauen aber mal eben kurz, was hier eigentlich hinter ist. Oh. Das ist wieder da, wo ich nicht rankomme. Ich muss doch irgendetwas damit tun können. Ich kann ja auch nicht blenden oder so, ne? Ich dich blenden vielleicht? Ah, nicht so wirklich. Hm. Also das mit den Augen, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das? Applewood war eine bedeutende Bergbaustadt. Aber das ist schon lange her. Nicht mal meine Eltern erinnern sich an die Mine. Warum müssen wir das Zeug immer noch in der Schule lernen? Ja, warum muss man so viel in der Schule lernen? Man weiß es nicht. Ach ja, jetzt zeigt ja auch die Dinger da auf der Karte an. Ah. Dann das heißt, eins von drei sind dann diese roten Steine. Und das ist ein Inhalator. Okay. Jetzt habe ich aber das Lehrerzimmer gar nicht aufgeschlossen. Vielleicht sollte ich da nochmal zurückgehen und das Lehrerzimmer mal eben ausschließen. Also ich gehe mal stark davon aus, das bedeutet wirklich, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das unsere Vergangenheit? Ich weiß es nicht. Wie wir hier in der Schule gemobbt wurden. Aber so, ich habe es so verstanden, dass wir nicht mit hier auf der Schule waren. Oder waren wir doch hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Von der anderen Seite verschlossen. Ach, ich hätte es... Ach, nee. Naja, komm. Dann machen wir jetzt da weiter, ne? Okay. So. Wir haben jetzt eine Bibliothek, aber wie kommen wir jetzt da hin, dass wir das... Da hinten geht es auch nochmal zum Hinterhof. Da bin ich gar nicht hingegangen, fällt mir gerade ein. Theoretischerweise müsste ich von dem Hinterhof eigentlich zur Cafeteria kommen. Hm. Weil von da aus müsste ich theoretisch nach oben kommen. Aber gut, wir schauen uns jetzt erstmal hier noch an, was wir hier noch haben. Vielleicht können wir auch noch was einsammeln oder so. Im besten Fall, im schlechtesten Fall gehen wir kaputt. Sagte sie und es taucht ein Monster auf. Das sind die Toiletten, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Der ist jetzt quasi in den Gang von die Toiletten reingelaufen. Okay. Hier kann man auch nochmal rein. Aber wieder nur so ein kleiner Gang. Das bringt uns nicht wirklich viel. Das Problem ist, kommt der zurück oder nicht? Also ich müsste... Ich weiß gar nicht, was ich müsste. Klassenzimmer ist da unten. Eigentlich würde ich sogar eher dazu tendieren, nochmal zurückzugehen. Wir konnten was machen im Klassenzimmer... 103. Vielleicht können wir in einer der Klassenzimmer hier auch nochmal was machen. Ich bin mir nicht sicher. Der steht jetzt so davor, als ob er sagen würde, geh mal weiter. Schau dich mal hier um. An der anderen Seite verschlossen. Natürlich, war klar. Noch ist da keiner, aber ich gucke trotzdem mal eben, wo wir hier hinkommen. Natürlich wieder nirgendwo hin, okay. Oh Gott. Emily? Schrei nicht immer. Immer wenn du schreist, kommt irgendwas. Biologiezimmer ist links. Da
Da ist aber noch ein Doppeltür. Ich probiere es mal mit dem Biologieraum. Ach du Scheiße. Hier ist Feuer und Strom zugleich. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ein leckender Sprinkler. Ich habe gerade ein leckerer Sprinkler gelesen. Okay, also ein Sprinkler. Das ist ganz toll. Bringt der uns irgendetwas? Vermutlich nicht. Oh shit. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier... Oh Gott. Wir müssen gucken, dass wir das Kabel nicht mehr unter Feuer haben. Was können wir hiermit machen? Können wir überhaupt irgendwas damit machen? Das ist die Frage. Ah, wir haben damit alle. Ah, okay. Wir haben damit zumindest schon mal das Feuer gelöscht. Das ist gut. Ich würde hier nur auch gerne was sehen. Oh, ja. Ich sage ja, ich würde hier gerne was sehen. Okay, da kann ich durch. Und hier ist nochmal... Super. Knopf. Das heißt, wir haben jetzt hier nirgendwo... Das ist nur der leckende Sprinkler. Das kam jetzt gerade ein bisschen komisch vor. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen das Ding offensichtlich verschieben. Nach da oben oder nicht nach da oben? Das ist jetzt... Nein, geht doch mal da runter. Mensch. So. Aber das ist zu hoch, oder? Ja, nee, doch, das passt von der Höhe her. Frage ist nur, bringt uns das jetzt irgendwas? Moment, wir sind jetzt... Ach so, dann kämen wir ins Klassenzimmer rein, okay. Vielleicht sollte ich hier einfach auf Hilfe warten. Ja, habe ich auch nichts gegen. Okay. We see you. Ja, toll. Oh Gott. Was? Meine alte Taschenlampe. Die gab ich vor langer Zeit Emily. Rüste die Taschenlampe aus. Verbraucht keine Batterien. Nee. Doch. Halte LT gedrückt, um zu zielen. Strahl. Hat geklappt. Cool. Ja, geil. Oh. Ah, ich weiß jetzt, womit ich den zurückdrängen kann. Mit rechts unten. Ich hab's gefunden. Ja, cool. Dann haben wir jetzt quasi eine neue Superkraft. Das heißt, da unten rechts kommen wir irgendwie wahrscheinlich auch noch durch. Ich würde es aber jetzt ehrlich gesagt ungern ausprobieren, weil hier eigentlich ein ganz guter Cut ist. Beziehungsweise eine ganz gute Stelle ist, wo wir einen kleinen Cut machen können. Und ja, ich bin jetzt wirklich mega, mega gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Weil damit können wir natürlich die Augen wegmachen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, bleibst du einfach mal stehen hier. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir dann hier oben... unser Ziel ist es jetzt, die Augen da wegzumachen. Ja, klar. Ja, cool. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir zum Klassenzimmer 102, meine ich, war es dann auch nochmal gehen. Dass wir da den Stein holen. Weil den haben wir ja jetzt, kamen wir ja noch nicht ran. Und dass wir da die Augen kaputt machen und dass wir danach dann wirklich in die Halle gehen und den Rest da auch machen. Sag mal, Controller, es ist ja alles schön und gut. Aber zumindest bei der Abmoderation darfst du doch mal eben kurz stehen bleiben. So. Nein, möchte er nicht. Auch nicht schlecht. Okay, dann mache ich es einfach kurz und schmerzlos. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.